Ja, und ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Bray. Und ich bedanke mich erstmal für die Rückmeldung von den Langsjungen. Und ich werde jetzt auch erstmal das machen, den ganzen Müll, der hier so rumliegt und nur rumkreucht und fleucht, werde ich mir mal hier ups, gleich mal aufheben und recyceln. Weil er hatte ja gesagt gehabt, also in der letzten Folge, am liebsten mal kurz rumrennen. Alles einsammeln, was man so findet, und das eben halt recyceln, so dass man auch Munition herstellen kann. Er hat damit natürlich auch recht. Also ich will da jetzt nicht sagen, totaler Bullshit. Es ist einfach so. Sonst kommt man ja hier nie voran. Aber wir sind jetzt ja schon mal weitergekommen, was ja schon mal vom Vorteil ist. Mit diesen ganzen. Oh, hier siehst du eine Banane. Nicht nur eine Bananenschale. Wir wissen, was wir tun sollen. Das ist schon mal echt ein Vorteil. Neue E-Mail, das brauchen wir erstmal nicht. Da unten Bewusstsein. Nee, brauchen wir auch nicht. Wir haben jetzt den die Generalkarte, also die Generalkarte. Und ja, wir werden jetzt mal schauen, was uns hier alles so erwartet. Und warte mal, ich kann mir das hier wieder reparieren. Scheiße, das haben sie kaputt gemacht, die Dreckschweine. Und wir werden jetzt erstmal die verschiedenen Korridore hier unten jetzt abklappern und schauen, was wir jetzt hier so finden. Das war der Raum, das war der Raum. Warte mal, da kann ich ja noch mal in den Raum hier oben reingehen, ganz kurz. Außer es läuft jetzt ja gerade hier oben wieder irgendwelches Viehzeug rum. Drüben liegt noch eine Zigarre. Zigarre nehmen wir auch noch schnell mit. Angerauchte Zigarre. Okay. Jetzt gehen wir da runter. Wir können jetzt, glaube ich, auch generell die Türen hier erstmal in der Lobby alle öffnen. Da kam ich nur rein. Warte mal, da könnten wir das gleich mal nochmal so machen hier. Und versuchen jetzt. Ich habe schon wieder was gehört. Da müssen wir schon wieder Viecher hier unten rumrennen. Nee, da läuft nichts rum. Okay. Doch, ich höre irgendwas. Staff Launch. Das war hier. Okay. Gucken wir, ob wir hier noch irgendeinen Shit finden. Hier haben wir die ganzen Viecher erledigt. Okay, hier haben wir noch eine Zigarre. Nimm mal mit. Da liegt eine Kaffeetasse, die brauche ich aber nicht. Ich brauche die Spule, nimm mir mal mit. Geht durchsuchen. Da ist auch nichts drin. Da haben wir noch ein Bier. Das Bier nehmen wir natürlich auch mit. Bier ist immer gut. Bei Bier sage ich nicht nein. Die Pflanze können wir doch theoretischerweise auch mitnehmen, oder? Genau. Hier haben wir Mimik. Glumpe. Nehmen wir auch noch mit. Das Einzige, was ich mich jetzt mal frage, kann ich das Zeug jetzt da hinten irgendwie wegmachen? Nö. Die fängt ja nur an zu stöhnen. Okay. Dann werden wir jetzt hier eigentlich erstmal alles recyceln. Machen wir auf hier. Und automatisch Schrott übertragen mit F. So, da haben wir jetzt alles drüben, wie es der Längster gesagt hat. Machen die Hütte wieder zu. Da haben wir das noch, okay. Und recyceln den ganzen Shit mal. So, und dann bekommen wir wieder ein paar Bälle. An Material. So, IT, Security, komm ich nicht rein. War ja wohl wieder mal ein bisschen klar. Schnauze. Und ich bewege mich jetzt mal darüber. Ich muss jetzt alles abklappern. Ich habe dafür noch jemanden hingeholt für die IT-Abteilung. Ist das, was mir ein bisschen auf den Zünder geht, kam ich hier oben irgendwo rein. Die können wir jetzt entriegeln. Mit dem Generalschlüssel. Schon mal sehr nice. So. Wir gehen ein bisschen in Schutz. Also in Deckung. In Schutz. Lauert denn sowas? Wir haben wieder.
Ersatzteile. Das ist sehr nice. Ich muss hier aufpassen, nicht, dass hier gleich wieder irgendwo in mir entgegenkommt. Ich höre hier auch was laufen. Boah, du kleines, dreckiges Mimik. Kriegst du gleich mal hin auf den Latz. Ihr könnt es entriegeln, schon mal gut. Aber vorher erstmal alles ein bisschen hier absuchen. Aber hier ist nichts. Weiter. Ich habe da unten aber irgendwas laufen gehört. Viel Pistolenmunition habe ich nur noch 3. Die MP-Leitung haben wir noch 9. Typhoon-Köder haben wir noch. Okay. Wir gucken einfach mal, wie weit da hinten was ist. Sieht noch ruhig aus. Noch. Ach Quatsch. Ja, was soll ich jetzt hier hinten? Das ergibt für mich jetzt gar keinen Sinn hier hinten. Ah, Computerware. Okay. Kommt man da irgendwie hoch? Und dann muss man da hoch. Es scheint jetzt nichts gerade Bewegendes zu sein, dass man hier. Obwohl, warte mal, warte. Könnten doch theoretischerweise. Kann ich die Glasscheibe hier einschlagen? Jo. Peace. Also, hier gibt es nichts Gescheites. Dann gehen wir, kann man ja wieder raus. Die Scheiben hier einfach. Ja, kann man. Ich probiere jetzt einfach mal was. Aber was kann man die Dinger hier tragen? Die kann ich tragen. Das ist schon was sehr nice. Oder noch einer. Oh. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Fuck. Anzug wurde beschädigt. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, lad die Scheiße nach. Relativ gut angehittet. Fahr weg. Wow. Nein! F verwenden? Nee, G. Was war das? G verwenden. Okay, wir haben hier ein bisschen Energie, aber schieben wir mal noch eine. Und schalte jetzt gleich mal auf das hier um. Hast du eine an der Waffe oder was? Jetzt hab ich auch ein Schwein gehabt. Waffen-Upgrade? Jawohl. Okay. Dann haben wir jetzt schon mal hier unten ein bisschen was gefunden. Haben die zwei ausgeschaltet. Das ist schon mal sehr nice. Die Spulen, die können wir gar nicht nehmen. Nee. Psychotronik. Das Gute ist, wir kommen jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen voran. So, hier war ich jetzt gerade, hier war ich jetzt auch. Da gibt es auch nichts Bestimmtes. Okay, wir können die jetzt von außen aufmachen. Da sind wir jetzt wo? Ah, okay. Und da haben wir noch. Toll, brauche Schlüsselkarte dafür. Bringt mir wieder mal nichts. Da haben wir auch noch einen Exit. Gucken, wo das hier uns hinführt. Ah, in die gegenüberliegende. Okay. So, wie viele Mimics laufen hier unten rum? Ist jetzt keine. War ich das oder war das jetzt auch ein Vieh?
Doch, da unten läuft einer. Hat er mich mitbekommen jetzt? So, Psychotronic. Oder Psychotronic oder wie auch immer das heißt. Ich laufe dahinter. Hier waren wir schon drin, ja. Aber egal, hier werden wir noch mal kurz reingehen und gucken, ob es hier noch ein bisschen Müll gibt. Hier scheint ja auch nichts drin zu sein. Was ist denn das für ein scheiß Laden hier? Okay, kommen wir hier wieder raus. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Karte. Wir wollten nämlich eigentlich. Nee. Nee. Wo war denn das? Hier haben wir doch irgendwo gezeigt. Das ist mein Büro. Ja. Das ist Traumlandsender. Ja. Sicherheitsstation. Bin ich jetzt dort, dann muss ich da runter. Ich probiere mal den Bogen aus. Klasse. Ja, auf jeden Fall was da unten. Ja. Ich will aber eigentlich mal mir Munition herstellen. Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Servus. Hey, die Schlüsselkarte. Oh. Ja, mach mal mein Medizinsdingsbums hier, du Gehirne. Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Nichts Lebensbedrohliches, Sie werden sich bald wieder besser fühlen. Mhm. So gut wie neu. Sie können einen Service-Fragebogen am Empfang ausfüllen. Kannst du mich mal. Okay. Könnte ich hier irgendwo Munition herstellen? Natürlich nicht. Ich wollte Munition herstellen. Aber das Ding ist alle verschlossen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mit den Generalschlüssel rein. Nein, natürlich nicht. Okay, ich gehe jetzt nochmal hoch und gucke, ob ich jetzt Munition herstellen kann, dass ich den Spinner da unten wegballern kann. Und da ist das Geschütz. So, Start. Wir brauchen 9mm Munition, kann ich nicht herstellen, weil da was fehlt. Das ist ja wieder klasse. Scheiße. Flexi-Boom-Bolzen, Artefakt. Ne, hier brauche ich auch nicht. Wir brauchen 9mm Munition. Okay, wir versuchen einfach unser Glück, greifen das Vieh unten an und rennen an dem vorbei. Ich habe mir gesagt, da unten gibt es jetzt angeblich, glaube ich, eine Waffe. Wenn mich alles täuscht, sogar eine Schrotflinte. Wäre ja nicht verkehrt. Auf. Jawohl. So, jetzt haben wir schon mal ein Shuttle Dock. Ein Glück, dass wir die Generalkarte haben. Sonst wird es echt ein bisschen fucking scheiße für mich aussehen. Na, was ist denn? Schädliche Atmosphäre entdeckt.
Was fliegt denn da vorne von Ding rum? Was ist das zum Teufel noch einmal? Das ist so eine gute Idee, war hier rum zu... Ich glaube, ich kann mich gleich wieder verpissen, weil das wird so... Schnell wird das hier nichts. Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es sieht echt verstörend aus. Hebekraft 3. Das sind die neuen Mimics. Oh, das hier sieht mich auch noch in der Klasse. Warnung, Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Alter, was geht in diesem Spiel nur ab? Oh, du Dreckvieh. Hau dir aufs Maul. Scheißhaus. Scheißhaus 2. Scheißhaus 3. Nichts drin, was ich gebrauchen könnte. Klasse. Dann gehen wir hier mal noch in den anderen Bereich rein. Gucken, was mich hier gleich wieder erwartet von 4. Scheißhaus. Nichts. Nichts. Auch nichts Gescheites. Auch nichts. Klasse. Wie komme ich jetzt an dem Vieh da hinten vorbei? Das ist ein übelst riesengroßes. Warte mal, kann ich die Tür vielleicht öffnen? Eine passende Schlüsselkarte. Warnung, Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Pommes Fritz im Koffer. Nee, naja, ich sag dazu jetzt nichts. Moment. Ich muss jetzt irgendwie... Kommt das jetzt hierher? Nee. Ich finde hier Shotgun-Munition, aber habe immer noch keine Shotgun. Das ist echt ein bisschen... Aber hier haben wir noch Munition. 8 Schuss, okay. Warnung. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Terraforming. Ich will kein Terraforming. Fuck. Okay. Ich werde hier erstmal einen kurzen Cut machen und werde danach in der nächsten Folge wieder zurück erstmal gehen, weil ich weiß nicht, ich muss mir Munition holen. Also ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zuschauen und bis später.